Art Steuerbord, dass wir uns wieder zu ihnen zudrehen. Au. Ich würde echt gerne wissen, wie man schießt. Ach, die Mannschaft. Bericht an. Ich weiß immer nicht, wie man schießt. Du nimmst mal seinen Platz an. Jetzt mach mal hart Steuerbord. Jawohl, feuert die Backbordkanonen ab. Feuer. Machen wir volle Kraft voraus. Die haben immer noch nur die Backbordkanone, ja. Ich kann die Kanone auf jeden Fall nicht verschieben. Dann gehen wir... Oh, jetzt sind wir wieder unten. Mist. Dann bitte einmal halten. Dann gehen wir noch mehr näher ran mal. Die stoppen immer noch. Hart Steuerbord. Vier Schaden. Feuer. Halbe Segel, fahren wir mal ein bisschen aus ihrem Schussfeld raus. Heißen wir mal. Und feuert die Steuerbordkanone ab. Und nochmal halten. Nehmen wir uns nämlich jetzt auf die andere Seite und feuern die Backbordkanone ab. Okay. Halsen. Steuerbordkanone, Feuer.
Okay, wieder heißen. Feuer frei. Daneben. Und wieder heißen. Feuer. Ach, durch das Richtungsumkehren verringert sich das bei uns, okay. Ich kann ihn halt nicht da verschieben. Und ich kann halt auch keine Kanonen verschieben, sonst könnte ich mit zwei Kanonen gleichzeitig angreifen. Klar machen zum Halsen. Position halten mal. Daneben, gut. Jetzt aber abschießen. 85% Feuer frei. So. Ich hätte eigentlich klar machen zum Halsen sollen. Und dann immer einmal warten und dann schießen. Aber jetzt machen wir mal halbe Segel. Und Feuer frei. 65 nur noch diesmal. Wahrscheinlich, weil wir uns bewegen. Ich muss vorher einhalten. Wieder 4 Treffer. Wir sind noch gerade ein bisschen besser dran. Halsen. So. Dann Position halten, dass wir in Ruhe schießen können. Genau, durch Position, durchs Halten. Beschädigter Rumpf. Au, auch 5 Treffer bei uns. Okay. Fahren wir mit voller Kraft und dann halten wir als nächstes. Das machen sie nämlich auch. Wieder eine Bordmannschaft getroffen. Das ist nicht so schön. Warte mal, wer ist getroffen worden? Mist, wir haben unseren zweiten Kanonier verloren. Dann wechselt mal. Und Position halten. Steuerbordkanonen. Wir kriegen durchs Halten. Wie aus dem Feuer einstecken und durchs Drehen. Ah. Wow, wir haben sie versenkt. Dein Kasosensalm steht im gegnerischen Schiffsrumpf ein, schaut später den Rumpf und zerfetzt die Segel. Bevor ihr eine Gelegenheit zum Feiern habt, explodiert das gegnerische Schiff mit unbetäubendem Knall. Deine Kanonensalm muss das Pulverlager getroffen haben. Er
Feuer hüllt das gegnerische Schiff ein. Schwarzer beißender Rauch streckt in den Himmel auf. Ja. Moral erlangt 6. Verbrannte Haut, Stichwunde, Verfahrung. Die Mannschaft hat 2 Seemannserfahrung gemacht. Rakim hat einen Rang erhalten. Neue Beute. Okay, da ist schön viel Zeug bei rumgekommen. Auch Essen. Vor allem Matrosenbrei. Und Grog. Münzen mit Mannschaft teilen. Plus 3 Moral, das ist okay. Alles andere nehmen wir mal. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich habe 2 Leute hier im Ding. Und niemand in der Chirurgie. So vielleicht? Okay, ich glaube, wir brauchen demnächst mal einen Hafen. Heiligtum des Eidbinders. Wollen wir hier an Land gehen? Ja, repariert mal das Schiff, das ist besser. Das ist Wasser gewesen, okay. Ein altes Schlachtfeld. Ja, im Augenblick will ich auch nicht wirklich weiterfahren, solange das Schiff so schlecht, in so schlechtem Zustand ist. Gucken wir lieber mal, was wir auf dem alten Schlachtfeld und im Eiligtum des Eidbinders finden. Eine Kettenrüstung. Betäubungsbomben und ein Dolch. Okay. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich immer 50 Medizin dabei habe. Und in Zukunft machen wir es wirklich so, dass beide Dinge auf einer Seite erstmal sind. Ich muss 2 neue Kanonen kaufen. Nach einer stundenlangen Wanderung durch die Wüste stolperst du hinein in eine prächtige Oase, die sich gegen die Basis einer massiven Pyramide zu kuscheln scheint. Du suchst nach dem Eingang und entdeckst endlich an einem oberen Ende eine sehr lange Treppe. Pyramide erklimmen. Es ist eine schwierige Kletterpartie, aber das hält dich nicht auf. Du betrittst endlich schweißgebadet den willkommenen Schatten des Raums in der Spitzenpyramide. Gucken wir einfach mal kurz, was uns hier erwartet. Ob das einfach nur so ein Nebendungeon ist. Wo wir vielleicht ein paar Schätze finden können. Looks to be a real warm welcome, Cap. Not that thing hanging off Ingarty's face. Da wird mir doch gleich warm ums Herz, Captain. Erinnert mich an dieses Ding, das von Nagatis Gesicht hängt. Ja, es geht auf jeden Fall runter. I'll see what I can find. Ich würde das da gerne ansehen. Ja, und dieser Statue scheint dich zu verfolgen, wohin du dich auch wendest. Oh. Gesegneter Weihrauch. Ja, gehen wir mal kurz nach unten gucken. Okay, ich weiß jetzt grob, wie der Seekampf geht. Es ist auf jeden Fall geskriptet mit Befehlen. Real quiet now. Ein Geist, okay.
was Geheimeres. Da geht's nochmal eine Etage runter. Diese Tür klemmt, ist auch gut. Die Statue, die diesen kleinen Schrein schmückt, wurde abgestaubt und poliert, sodass sie nun glänzt. Hm,